Die Bahnstrecke zwischen Olten und Aarau ist zwei- oder dreigleisig und damit das Nadelöhr der viergleisigen Strecke zwischen Bern und Zürich. Die Strecke wird daher auf vier durchgängige Gleise aufgeweitet. In der Ortsdurchfahrt Schönenwert fehlt für zwei zusätzliche Gleise jedoch der Platz. Daher baut Marti für die SBB in diesem Bereich eine zweispurige Umgehungsstrecke. Die neue Strecke führt fast ausschließlich durch den gut 3100 Meter langen Eppenbergtunnel. Der größte Teil des Tunnels, etwa 2600 Meter, wird unter Tage von einer über 100 Meter langen Tunnelbohrmaschine, kurz TBM, erstellt. Doch der Reihe nach. Denn der Tunnelbau unter Tage ist nur die eine Hälfte des Auftrags. Genauso viel Arbeit sind die Endbereiche des Tunnels, die im Tagbau entstehen. Vor allem am Ostportal entstand am Hang des Eppenbergs eine riesige Baugrube. Hier wird später die Tunnelbohrmaschine aufgebaut. Für den Bau der Tagbautunnel wurde auf einer Länge von über 300 Metern der Hang mit unterschiedlichen Techniken gesichert. Die stark befahrene Kantonstraße musste mehrmals verlegt werden. An der bestehenden oberirdischen Strecke liegt der Bahnhof Schönenwert, der auch zukünftig in beide Richtungen angefahren werden muss. Gleise gleicher Richtung im Schienennetz müssen aber stets nebeneinander liegen. Zur kreuzungsfreien Einfahrt in den Tunnel wird daher ein Einspurtunnel unter den Tunnelgleisen hindurch gebaut. Der Bau von sich unterquerenden Tunneln auf engstem Raum zwischen stark befahrenen Verkehrsachsen ergibt in Kombination mit der Hanglage am Eppenberg eine beeindruckende und äußerst komplexe Baustelle. Die meisten der Tagbauarbeiten finden auf dem schmalen Streifen zwischen der provisorischen Kantonstraße und der Bahnstrecke statt. Für die Baugrubensicherung und die definitiven Bauten wurden über 9 Kilometer Bohrpfähle gebohrt. Dazu kamen 24.000 Quadratmeter vorgebohrte Spund- und Pfahlwände, ungefähr ein Drittel eines Fußballfeldes. Die Arbeit mit schweren Geräten in unmittelbarer Nähe schnell fahrender Züge und Autos erfordert höchste Konzentration. Im Bereich des Einspurtunnels sind die Baugrubenwände bis zu 26 Meter hoch. In die fertige Baugrube wird der eigentliche Tunnel gebaut. Der Tunnel muss später dem Druck des steilen Hanges widerstehen und ist extrem massiv. Für die Betonarbeiten werden fahrbare Schalwagen verwendet. Während des Baus des Tagbautunnels begann vom vorderen Bereich der Baugrube aus der bergmännische Tunnelvortrieb. Anfangs führt der Tunnel durch loses, für die Tunnelbohrmaschine nicht geeignetes Material. Der erste Teil des Tunnels wird daher im Rohrschirmverfahren erstellt. Dabei wird der Tunnel im Schutz des vorausgebohrten Schirmes in 10 Meter Etappen ausgebrochen. Nach rund 60 Metern Vortrieb ist genug Überdeckung mit solidem Fels erreicht. Damit ist die Startröhre fertiggestellt und vor dem Portal, das bisher für die Vortriebsarbeiten freigehalten werden musste, kann die Montage der Tunnelbohrmaschine endlich beginnen. Im Oktober 2016 wurde das Schneidrad eingehoben. Im Januar 2017 begann die Maschine ihre Fahrt durch den Berg. Beim Vortrieb rollen die Rollenmeißel auf dem fast 13 Meter hohen Schneidrad unter hohem Druck über den Fels und brechen dabei kontinuierlich Splitter aus dem Gestein. Durch die Öffnungen im Schneidrad fällt das losgebrochene Material in das Rad. Die Beladeschaufeln nehmen es dort auf und transportieren es durch die Drehung des Rads zum Förderband im Zentrum der Maschine. Beim Bohren im trockenen Gestein muss das Material direkt hinter dem Schneidrad entstaubt werden. Der Bohrkopf der TBM schiebt sich mit bis zu 20.000 kN Druck über 48 Vortriebspressen
und einen Druckring am bereits gebauten Tunnel vorwärts. Nach jeweils 2 Metern hält die Maschine an und zieht den Druckring vor. In die Lücke baut sie einen Tunnelring aus 6 Ringsegmenten, den Tübingen. Die oberen Tübinge werden dabei provisorisch durch Rollenzylinder gesichert. Um den Tunnel zu versteifen, greifen die Tübinge mit Nuten und Kamm ineinander. Wenn der First-Tübing positioniert ist, werden die seitlichen Tübinge radial nach oben geschoben, bis der Ring geschlossen ist. In die Lücke wird nun der Schlussstein eingebaut. Damit ist der Tübingring in sich tragfähig. Nach etwa 20 Minuten Ringbau nimmt die Maschine den Vortrieb wieder auf. In dem Spalt zwischen Tübingen und Gestein wird über Injektionskanäle im Schild der Maschine im unteren Bereich des Tunnels Mörtel eingepresst. So wird der Tunnel solide im Fels gebettet. Im oberen Tunnelbereich wird der Spalt durch Öffnungen in den Tübingen mit Kies verfüllt. Das Ausbruchmaterial wird von einem am Tunnelgewölbe aufgehängten Förderband abtransportiert. Die Tunnelbohrmaschine bewegt sie fort und zieht das Förderband dabei kontinuierlich in die Länge. Am anderen Ende des Bandes wird daher durch einen Bandspeicher kontinuierlich neues Band freigegeben. Gleichzeitig werden die Tübinge für den nächsten Tübingring auf die Maschine geliefert. Hergestellt werden die Tübinge im Marti-eigenen Werk. Die befüllten Schalungen durchlaufen einen 55 Grad warmen Dampfkanal. Für die 6 Tübinge eines Ringes gibt es auch 6 Schalungen in der Rotation. Für Links- und Rechtskurven des Tunnels gibt es unterschiedlich dimensionierte Tübingringe. Bereits bei der Auslieferung im Tübingwerk wird durch die Lieferreihenfolge die Richtungsentwicklung des Tunnels bestimmt. Bei ihrer Fahrt durch den Eppenberg durchquert die Maschine unterschiedliche geologische Schichten. Die Effinger Schichten im Osten können teilweise aufbereitet und wiederverwertet werden. Die untere Süßwassermolasse im mittleren Tunnelbereich ist unbrauchbar und muss abtransportiert werden. Der Niederterrassenschotter im Westen wiederum ist für die Verwendung als Betonzuschlagstoff sehr gut geeignet. Daher hat Marti extra für den Eppenberg ein neues Kieswerk entwickelt und gebaut. Die Anlage ist modular aufgebaut und kann später in wenigen Wochen auf eine neue Baustelle versetzt werden. In der Anlage wird das gebrochene Ausbruchsmaterial gewaschen, zu Kies verarbeitet und schließlich nach unterschiedlichen Korngrößen sortiert. Für die Betonproduktion nicht geeignetes Material wird zwischengelagert und später für Aufschüttungen und Hinterfüllungen verwendet. Die unbrauchbare Molasse wird per LKW zur Verfüllung der sanierten Sondermülldeponie nach Kölliken gebracht. Durch die weitgehende Aufbereitung und Wiederverwendung vor Ort konnte Marti eine massive Reduktion der für das Projekt erforderlichen LKW-Fahrten erzielen. Vom Silo des Kieswerks gelangt der Kies per Förderband über die Bahnlinie hinweg zur Betonanlage. Der von der Bahn durchschnittene Installationsplatz und die Straße mitten durch die Baustelle erschweren die Baulogistik massiv. In guter Zusammenarbeit konnten die beteiligten Marti-Firmen dennoch effiziente Lösungen und Infrastrukturen entwickeln. Als Notausstiege erhält der Tunnel 2 Rettungsschächte und einen Rettungsstollen. Der Stollen wurde mit vorgefertigten Schalungen betoniert. Die Schächte wurden konventionell von oben abgeteuft.
Die Tunnelbohrmaschine hat inzwischen, nach 1800 Metern Tunnel in gut 5 Monaten, die Effinger Schichten und die Molasse durchfahren. Der nun folgende Niederterrassenschotter ist stark grundwasserführend. Damit das Wasser nicht unkontrolliert in die Maschine eindringen kann, wird sie von Trockenbetrieb auf Hydroschildvortrieb umgerüstet. Der Umbau findet im Schutz einer eigens dafür erstellten Bohrpfahlwand statt, in die sich die Maschine ihre eigene Garage gegraben hat. Beim Hydroschildvortrieb ist der vordere Teil der Maschine abgeschottet und steht unter Druck. Dieser Stützdruck wirkt dem Grundwasser- und Bodendruck entgegen. Der Bereich ist mit einer Stützflüssigkeit der Bentonit-Suspension gefüllt und in 2 Kammern geteilt. Pressluft im oberen Teil der hinteren Kammer wirkt wie eine Feder und baut den Stützdruck auf. Das vom Schneidrad abgebaute Material wird mit dem Bentonit aus dem Tunnel gepumpt. Dort wird das Bentonit in einer Separationsanlage vom Ausbruchsmaterial befreit. Dann wird es der Maschine wieder zugeführt. Bei der Umrüstung wurde das Förderband entfernt, die Öffnung wurde geschlossen. Auch die nun nicht mehr für den Materialtransport benötigten Beladeschaufeln, die ohnehin im Bentonit kaum beweglich wären, wurden entfernt. Eine Woche war im Schneidrad Hochbetrieb. Die etwa 8 Tonnen Stahl der Beladeschaufeln wurden in transportfähige Stücke geschnitten und abtransportiert. Für die Unterverteilung des Bentonits im Schneidrad und in der Abbaukammer wurde ein aufwendiges Rohr- und Ventilsystem installiert. Die Zu- und Ableitung des Bentonits werden von Hochleistungspumpen getrieben. Im Betrieb fließen hier über 650 Liter Bentonit in der Sekunde. In der Ableitung vermischt mit Erde, Sand und Steinen bis 25 cm Größe. Das verunreinigte Bentonit kann relativ dickflüssig werden. Daher hat Marti alle 500 Meter eine Verstärkungspumpe in die Bentonitableitung eingebaut. Auf dem Installationsplatz entstand die Separationsanlage. Hier werden die groben Bestandteile in einem komplexen Prozess vom Bentonit separiert und dem Kieswerk zugeführt. Dann werden Schwebelstoffe im Bentonit durch Filterpressen ausgesondert und entsorgt. Da das Bentonit mit jedem Zyklus von seiner verfestigenden Wirkung verliert, wird es fortlaufend mit frischem Bentonit angereichert. Dann fließt es zurück zur Tunnelbohrmaschine. Auf der Maschine wird schließlich noch der Druckring von den Vortriebspressen abgebaut. Für den Tübingbau im Grundwasser müssen die Pressen einzeln beweglich sein. Der tonnenschwere Ring wird in einzelnen Segmenten vom Tübingtransporter aus dem Tunnel gebracht. Nach insgesamt 8 Wochen Umbauzeit waren Bentonitkreislauf und Maschine für den Hydroschildvortrieb bereit. Beim Hydroschildbetrieb im Lockergestein wird der Stützdruck so gewählt, dass das Bentonit gegen den Grundwasserdruck in das Erdreich vor der Maschine eindringt. Aufgrund seiner tonigen Eigenschaften verfestigt das Bentonit den Bereich. So wird verhindert, dass zum Beispiel lockerer Kies unkontrolliert in das Schneidrad stürzt und Bodensenkungen über der Maschine verursacht. Fährt nun die Maschine an, wird das verfestigte Material kontrolliert abgebaut. In der Abbaukammer löst sich feinkörniges Material im Bentonit auf. Feste Bestandteile wie Steine sinken auf den Boden. Hier werden sie bis auf etwa 25 cm Größe gebrochen und dann zusammen mit dem Bentonit abgepumpt. Während des Vortriebs muss der Stützdruck kontinuierlich so justiert werden, dass genug Bentonit injiziert wird, aber möglichst wenig Bentonit weiträumig in das Gelände gelangt. Dazu werden permanent die Größen des durch die Bentonitableitung abgepumpten Volumens verglichen mit der Größe des im gleichen Zeitraum zugeführten Volumens, bestehend aus dem zugeführten Bentonit und dem von der Maschine im gleichen Zeitraum aufgefahrenen Tunnelvolumen. Für die TBM-Fahrer ist das Erkennen und Erbringen des korrekten Stützdruckes das A und O.
Die Steuerung der Maschine unter Berücksichtigung aller von der TBM angezeigten Parameter und der vorausberechneten Stützdrücke ist eine Sache für absolute Experten. Aufgrund der permanenten Anpassung an die Geologie und der begrenzten Materialabfuhr durch das Bentonit fährt die Maschine beim Hydroschildvortrieb nur noch mit etwa einem Viertel der vorherigen Geschwindigkeit. Während des Vortriebs werden die Tübbinge für den nächsten Tübbingring vorbereitet. Auch der Tübbingbau ändert sich im Grundwasser. Die Tübbinge haben jetzt Dichtungen. Damit der Tunnel wirklich dicht ist, müssen die Tübbinge exakt aneinander sitzen. Jeder Tübbing wird nun millimetergenau positioniert. Sitzt er perfekt, wird er von den Vortriebspressen fixiert. Zusätzlich werden die Tübbinge miteinander verschraubt. Da jeweils nur die Pressen für den gerade einzubauenden Tübbing zurückgezogen werden, werden die Tübbingringe auch beim Ringbau permanent unter Druck und damit wasserdicht gehalten. Alle Tübbinge werden damit direkt endgültig fixiert und die Lücke für den Schlussstein muss exakt passen. Der Schlussstein ist konisch und wird von vorne an seine Position geschoben. Damit ist der Tübbingring fertiggestellt und die Maschine nimmt den Vortrieb wieder auf. Der Tunnel ist jetzt nicht mehr in solidem Fels, sondern in vergleichsweise losem Material gebettet und wird daher rundum eingemörtelt. Im Spalt zwischen Tübbingen und Fels steht das Bentonit und der Mörtel muss gegen den Grundwasserdruck in den Spalt eingepresst werden. Seine Zusammensetzung muss exakt auf das Gestein und den jeweiligen Einpressdruck abgestimmt sein. Kurz vor Ende des Vortriebs folgt eine spezielle Herausforderung. Denn die TBM unterfährt im Lockergestein Häuser mit minimaler Überdeckung. Die Häuser werden dabei permanent messtechnisch überwacht. Dann sind alle Problemzonen überwunden. Und Ende 2017, nach über 3 Kilometern Fahrt durch den Berg, wird die Tunnelbohrmaschine in die Zielbaugrube Grätzenbach durchschlagen. Schneiddraht und Bohrkopf der TBM werden hier demontiert und abtransportiert. Die letzten 125 Tunnelmeter bis zum Tunnelportal Grätzenbach entstanden in Deckelbauweise. Dabei wird erst der Deckel betoniert und dann darunter der Tunnel ausgegraben. Für die seitlichen Auflagen des Deckels und die Hangsicherung direkt unterhalb der Grätzenbacher Kirche fand auch hier umfangreicher Spezialtiefbau statt. Auch hier musste die Kantonstraße für den Tunnelbau mehrmals verlegt werden. Wegen der Häuser über dem Tunnel liegt das Tunnelportal 4 Meter tiefer als die bestehende Strecke. Zur Niveauangleichung der Tunnelgleise wird daher vor dem Portal eine über 250 Meter lange Rampe entstehen. Im Sommer 2019 werden die Arbeiten am Portal Grätzenbach abgeschlossen sein. Der Tunnel wird mit einer Abdichtungsfolie und einem massiven Innengewölbe versehen sein. Auch die Baugrube Wöschnau wird weitgehend verschwunden sein. Damit sind der Tunnel und seine Zulaufstrecken im Rohbau fertiggestellt. Der Bau des Eppenberg-Bahntunnels ist ein in vielerlei Hinsicht hochkomplexer Prozess. Dank guter Zusammenarbeit wird die Marti-Gruppe den Rohbau des Tunnels voraussichtlich im Sommer 2019 an den Bauherren übergeben.